Westen Sylana, Süden Schalassas, Osten Elas. So, Arkas ist Feuer. Sylana ist Erde. Schalassas ist Wasser. Und Elas ist Wind. Oh, können wir dann später fliegen? Also ich bin mir ziemlich sicher, Schalassas lässt uns Wasser wandeln. Weil jedes Mal, wenn wir übers Wasser gehen wollten, stand da, uns fehlt ihr Segen. So. Was haben wir hier? Brennende Wälder. Feuer und Erde. Sturm über dem Meer. Wir Wind über Wasser. Winde das Feuer. Wasser die Erde. Okay, das ist eine Reihenfolge. Also man braucht zuerst den einen Segen, den anderen, den anderen, den anderen. Die Reihenfolge habe ich da noch nicht. Der Tag dämmert über brennenden Wäldern. Also Erde zuerst. Das wäre im Westen Sylana. Gegen Mittag tobt ein Sturm über dem Meer. Also Wind über Wasser. Das heißt zuerst Wasser, dann Wind, weil Wind dann drüber ist auf der Liste. Und der Stern soll Wasser die Erde nähern. Also am Ende ist dann... Nee, kommen wir jetzt so nicht drauf. Aber es sind schon ein paar Hinweise, die wir vielleicht nutzen können. Das hatte ich vollkommen übersehen, als wir das erste Mal hier oben waren. So, du mach mal neu. Gucken wir hier nochmal, ob hier noch irgendwas Klickbares ist. Nee. Okay, raus. Warte mal, Leuchtturmstufe 1. Leuchtturmstufe 3, okay. Klick. Und wieder ein Geheimnis. Also hier drin waren eigentlich zwei, aber eins hatten wir halt schon gefunden. So, hier ist nichts. Nee. Okay, raus hier. Schlafen müssen wir noch nicht, aber ich denke bald. Wir hatten es bisher noch nicht, dass wir negative Effekte bekommen haben durch Schlafentzug. Aber wenn das wirklich so ist wie in 6, 7 und 8, dann können die ja verrückt werden, all so eine Sachen. Und dafür müssten wir extra in die Stadt zurück, um das zu heilen. Also schlafe ich, glaube ich, gleich einfach. Ist ja nicht so wild. Na komm. Genau, hier brauchen wir Schalassas Segen. Da bei der Brücke. Hier. Ohne Schalassas Segen kommt ihr nicht weiter. So, wir hatten... Das sehen wir auf der Karte gerade gar nicht. Wir hatten hier schon einen Altar. Und wenn wir da am richtigen Tag beten, kriegen wir den Segen. Wir hatten da auch schon versucht, einfach eine Woche zu rasten. Ich weiß nicht, ob es genau eine Woche war. Vielleicht hat ein Tag gefehlt und genau der Tag war es. Aber wir hatten auf jeden Fall versucht, da schon mal ein paar Tage verstreichen zu lassen. Es hat nichts gebracht. Das da könnte das sein. Also rüber, 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 rüber. Da hinten. So. Vielleicht jetzt, wo wir den Hinweis haben, geht es auch erst. Der strahlende Streiter für Wahrheit, Ehre und Gerechtigkeit. Am Elras-Tag, ist gar nicht auf meiner Liste, sollte hierher kommen und beten. Schalassa ist auf meiner Liste. Malassas nicht, aber sieht aber auch böse aus. Sylana ist Erde. Arkas ist Luft. Elas ist Segen. Elras ist der erst kommt, wenn man alle vier anderen hat. Also es gibt die vier elementaren Drachen. Dann gibt es den guten Drachen, Elras, und den bösen Drachen, Malassas.
Das heißt, hier können wir wahrscheinlich erst beten, wenn wir die Segen von allen anderen vier haben. Erster Akt abgeschlossen. Hey. Okay. Schade, ich dachte, also schade, ich dachte, ich könnte mir jetzt schon hier Schalassas Segen abholen und dann die ganzen Wasserdinger abklappern. Oh, okay. Schlafen, schlafen, schlafen. Sehr gut. So, da war der Drache. Den wollten wir nicht. Also Drachen werde ich erst machen, wenn wir bei Akt 2 recht weit sind. Also mindestens die Elementarschmiede durch. Dann können wir mal gucken, ob wir das versuchen. So, da hinten. Da würde ich gerne auch nochmal reingehen und gucken. Also es fehlt jetzt noch das Ding, was ich gerade draufgeklickt habe. Und die Diebeshöhle da hinten. Dann sind wir alle Dungeons durch, wenn ich mich recht erinnere. Wo wir noch Geheimnisse verpasst haben könnten. So. Mysteriöse Krypta. Ja, das war's mit dem Fackelrätsel. Wobei das Ding eventuell so klein ist, dass gar kein Geheimnis drin ist. Weil es ist ja so gesehen schon ein Geheimnis mit dem Rätsel, ne? Aber gucken wir. Zack. Nix. Nix, 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 nix. Schade, aber okay. Haben wir auch abgeklappert. Raus. Bleibt nur noch die Diebeshöhle. Und Podmerin. Wobei da denn ja schon recht gute Sachen drin sein könnten. Also auch mittlere Heiltränke und Mana-Tränke und sowas halt. Weil ich will echt alles mitnehmen, was geht. Also zum einen, damit wir mehr Erfahrungspunkte bekommen, also auch die einzelnen Gegner und so. Und damit wir auch mehr Gold haben, um uns diese Sondersachen zu kaufen. Wie zum Beispiel der Trank, der plus 1 auf alles gibt. Bin mir ziemlich sicher, dass es später in den anderen Städten, und es gibt ja noch mindestens zwei, wenn ich es richtig verstanden habe, da wird es bestimmt auch sowas geben. So, hier bin ich vollkommen falsch, das weiß ich. Ich will nur ganz kurz die Karte hier aufdecken. Und gucken, ob hier vielleicht irgendwo noch eine Schaufel auf dem Boden liegt oder ein Erdhaufen oder sowas in die Richtung. Aber schaut nicht so aus. Und er ist immer noch im Weg, ja. Ruckel, ruckel. Da war eine Kiste, die haben wir aber schon. Ne, okay. Brunnen? Brunnen. War da schon immer ein Brunnen direkt hinter Port Melbourne? Ah, praktisch, okay. So, Diebeslager hintenrum. Yep. So, Zyklop. Stunde der Kraft. Den Spruch kennen wir doch auch noch, hm? Aus 6 und 7. Nein, nein, nicht beenden. Die Nahkampfwertangriffe aller Gruppenmitglieder werden um 10 gesteigert. Die Macht, Magie, Wahrnehmungs- und Glückswerte steigern sich um 10. Das ist echt gut, echt gut. Was war das Rote da? Und du machst mal wieder deine Schatten an. So, nur Dekozeug. Okay. Darum, 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 darum. Hier. Räuberhöhle. Ja, wir wollen die Räuberhöhle betreten und ausplündern. Wir brauchen Gold. Ganz viel Gold. So, also, Zauber ist aktiv. So, Zauber ist aktiv. Da gehen wir so. Nee. Wir sollten da unten anfangen und dann hier rumgehen bis zum Ausgang. Also da. Ja, es stinkt hier, ist okay, Trick. Hier rum. Was? Hast du schon wieder ein Secret gefunden, das wir schon kannten? Das hier, ne? Ja. Du. Nix, nix, nix. Okay. Das da war schon Secret.
Hier ist kein Secret. So, also den Raum haben wir. Den Raum haben wir. Die Nische hier haben wir. Schon wieder alle müde. Geht ja gar nicht. So. Den Raum hätten wir dann auch. Oh, auch nix. Gut. Andere Seite. Oh, wir sollten jetzt aber auch schon wieder anmachen. Nix, nix. Nix hinter den Bücherregalen. Nee, okay. Also rechts rum und hier links haben wir das alles. Fehlt nur noch hier unten auf der linken Seite. Hier war ein Secret, das haben wir allerdings auch und das mussten wir auch finden. Trainingspuppen, die sehr skurril aussehen. Nein. Au. Oh. Neu, neu, neuer Zauber. Das hier war, glaube ich, allein schon Secret. Und Secret im Secret kennen wir sonst nur aus Legend of Grimrock. Da gab es, glaube ich, sogar irgendwo ein Secret im Secret im Secret. Oh, what is that? Das wird der Durchbruch gewesen sein. Also es scheint so, als wenn der Zauber wirklich in alle Richtungen, also in alle 8 Richtungen einfällt, guckt, ob da was ist. Und wenn da was ist, dann sagen die Helden was. Du für 2. Ist noch 18 Felder aktiv. Trotzdem gehe ich alle Wände ab. Also theoretisch müsste es denn erreichen, wenn man sich in den Raum reinstellt, dass 3x3 Felder groß ist und in der Mitte steht. Der müsste eigentlich alles finden. Aber ich vertraue dem nicht so ganz. Also gehe ich dann noch alles ab. Nix, nix, nix. Okay. Dann jetzt in die eigentlichen Höhlen. Hier. Nix, nix. Soweit ist es ziemlich mau für eine Räuberhöhle. Aber es waren halt schon vorher recht viele Secrets. Und die hatten wir alle schon gefunden, ohne den Spruch. Also der Spruch ist praktisch, keine Frage. Aber wenn man Dungeon so durchgekämmt hat, wie wir den hier durchkämmen mussten, um weiterzukommen, bringt es nichts mehr. Weil ich glaube, wir mussten insgesamt 2 oder sogar 3 Secrets finden, nur um im Dungeon selber weiterzukommen. Die waren nicht wirklich optional. So, hier im Obermufti-Raum. Hast du vielleicht irgendwo was versteckt? Hätte auch schon längst jemand was gesagt, ne? Nee. Schade. Bleibt noch Port Mehren. Da haben wir auf jeden Fall einen Raum, wo Gegner drin sind, die vor ein paar Folgen Talana verpackt haben. Und dafür müssen wir uns rächen. Also raus hier. Klick. Dann zu den fahrenden Händlern. Vor den fahrenden Händlern einmal schlafen. Dann Essen kaufen. Dann Port Mehren. Gucken, ob da was drin ist noch. Also ob wir da wirklich rankommen oder ob das nur übergelassene Spielinhalte sind, die nicht mehr wirklich zum Spiel gehören. Und dann können wir mit dem ganzen neuen Proviant gleich weiter zur Elementarschmiede. It's the perfect day to begin a journey. Mhm. Darum, 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 darum. Oh, nicht. Zu schnell geklickt. Wobei es immer noch sehr schön ist, dass es einigermaßen flüssig läuft. Also die Felderbewegung ist wesentlich flüssiger geworden. Ja, wir schlafen gleich, keine Sorge, wir schlafen gleich. Klingt wie ein Ogre. Moin, moin, confused. Okay, das klang gerade wie Arnie. Aber gut, schlafen. So, Essen kaufen. So. Und Ramsch verkaufen. Platz und so. Klick. Handeln. Weg, weg, weg. Das war's schon.
Mana-Tränke kaufen wir garantiert nicht hier. So, Proviant kaufen. Wir sind bei 5, bräuchten also 4. 11 Gold pro Stück. Und ja, er rechnet wirklich durch, wie viel wir noch brauchen, um aufzustocken. Das ist nicht wie in der Stadt. In der Stadt gibt er uns hier auf 6 Rationen immer für den gleichen Preis, selbst wenn wir 5 haben. Oder 1. Außer ich habe mich verguckt. So, wir haben also schön viel Proviant. Raus. Port Marin hier. So. I'm happy to see you again, my friends. What news do you bring? So, wir würden gerne raus. Ja, wir wollen wirklich die Burg betreten. Wobei ich glaube, ich nicht die ganze Burg durchsuchen will. Die ist ja doch etwas größer, sondern nur den Bereich, wo die eine Tür ist. Warum fange ich unten an? Warum komme ich nicht aus dem Thronsaal raus? Nee.